wir sind live, hoffe ich. So, Inhalte werden von YouTube empfangen. Komm schon, YouTube, komm schon. Komm schon, YouTube, komm. YouTube. Komm schon. Logisches Hey-Ho natürlich schon mal an alle Leute, die eingeschaltet haben. So, jetzt sind wir live. Damit logisches Hey-Ho, herzlich willkommen zu einem neuen Bau-Livestream. Und zwar habe ich schon vor einigen Tagen auf Twitter einen kleinen Sneak Peek gepostet. Und zwar, ich glaube, von der Position hier hat man das Haus gesehen. Und wir haben das ganze Haus platt gemacht. Das bedeutet, viele Leute haben sich wieder die alte Mördermap gewünscht. Und deswegen sind wir hier. Und ich habe mir meine zwei süßen Bilder, Higgs und Frederik, geschnappt. Und natürlich Michelle. Ich weiß aber nicht, ist Michelle schon drauf? Der Michelle kommt gleich noch nach. Die muss gerade noch das Modpack anmachen. Und lasst mich ein bisschen entspanntere Musik anmachen. So, perfekt. Und wir werden heute mit euren Ideen zusammen die einzelnen Räume hier im neuen Mörderhaus ein bisschen einrichten. Es ist aber halt so viel, wirklich so viel. Ihr könnt übrigens losmachen. Die haben ihre Aufgaben, die werden so ein bisschen das Grobe machen, während ich mit euch zusammen so kleine Feinheiten einarbeite. Guckt euch alleine die Decke an. Warte, ich gehe da mal kurz auf die Position, check das aus. Also wer das mal mit dem Twitter-Bild vergleicht, hier ist einiges schon passiert. Es sieht mega geil aus. Endlich hat das Mörderhaus so einen richtigen, diesen typischen Mansion-Flair. Dieses richtig typische, so dieses alte, so ein bisschen gruselig. Man sieht, hier sind die Seiten aufgerissen, ne? Einfach aus dem Grund, weil wir die ganzen Räume vergrößern, die Geheimgänge neu machen. Das bedeutet, die Geheimgänge werden neu verkabelt und werden vor allem auch größer gemacht. Damit man einfach mal ein bisschen Platz hat, sich hier drin auch zu bewegen, ne? Der Raum hier kriegt noch eine komplette Wand. So, um euch das mal zu zeigen, das Dach ist auch noch nicht ganz fertig und die Räume hier außen sind auch noch nicht fertig, also hier ist noch kein Raum richtig eingerichtet. Hier muss dieser andere Raum rein, für den haben wir noch überhaupt keinen Plan, was dorthin soll. Und, Leute, lasst mich mal schnell den Livestream abchecken, so, zack, so. Und hier der Raum, das war dieser komische Eckraum, falls ihr euch erinnert, der geht so ein bisschen so hier. Und den haben wir jetzt auch gerade gemacht, dass der mit einmal hochgeht. Und das müssen wir jetzt alles machen. Die Bilder ziehen diese Grundstruktur rein, fangen an, so ein bisschen das Zeug zu texturieren. Und wir widmen uns heute im Livestream komplett darum, die einzelnen kleinen Feinheiten aus Modpack hier einzuarbeiten. Also zum Beispiel in der Küche oder Vorraum. Zum Beispiel die Räume hier sind alle noch frei oder der Geheimraum hier ist noch komplett frei. Zack. Und natürlich vielleicht auch so ein paar kleine Insider mit einzubauen, was zum Beispiel die Geheimgänge hier hinten angeht. Zum Beispiel hier muss auch eine komplett neue Tür rein. Habe ich noch keinen Plan, wie wir das machen wollen, weil wir haben die Redstone-Schaltung beim Anfang des Bauens beschädigt. Und jetzt haben wir hier nicht mehr diese komische Tür und müssen hier uns unbedingt noch was einfallen lassen, wie wir hier eine geheime Tür reinbauen. So, ah ne, hier muss ja eine Wand rein. Ja, das lasse ich die Bilder machen. Ich bin jetzt am Überlegen, wo wir anfangen. Ich lasse bei euch alle ankommen und dann legen wir hier langsam los. So. Boah, das ist aber großzügig. So. Hier kommt ja dann ein Gemälde rein. Haben wir denn schon Schilder? Michelle, kommst du dann langsam on? Hab die IP nicht. Ist das dein Ernst? Wie soll ich dir denn jetzt die IP geben? Keine Ahnung. Hättest du das nicht vielleicht vorher anmerken können? Vorher warte, war ich hier, das nicht. Dürfte sie sein, aber ich weiß nicht, ob sie das ist. Egal, ich versuche alles. Im Livestream zeigen können wir sie nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Server hier eine Whiteness Protection hat. Das Gemälde ist viel zu groß. Das ist auch viel zu groß. Irgendwie hängen wir viel zu viele Gemälde auf, kommt mir immer so vor. Ach, das ist schön. Yo, das ist schön. Aber den Gang hier drüben finde ich sinnlos. Den machen wir weg. So. So, hier muss ich das noch einbauen, weil ich hätte gerne auch breitere Stufen, um dann hochzukommen. Hier, wir machen das by the way übrigens so, falls ihr euch erinnert, früher hatten wir diese Kohlefenster. Wir machen das diesmal so, dass wir eine richtige Kulisse außenrum ziehen. Das bedeutet, haben wir hier irgendwo ein Fenster, hier war dieses große Fenster, das Treppenhaus hier wird auch nochmal neu gemacht. Haben wir irgendwo mal ein Beispielfenster? Hier, perfekt. Ihr seht, von hier aus kann man raus auf die Map gucken. Das werden wir komplett abändern, indem wir quasi so eine Art Horizont hier rumbauen, einmal rundherum. Und dann kann man richtig aus den Fenstern gucken und um diesen Horizont quasi ziehen wir einen Kasten, ne? Und regeln darüber die Helligkeit von der Map und machen das Ganze komplett dunkel, damit es trotzdem wie Nacht aussieht. Man aber aus dem Fenster gucken kann und zum Beispiel so kleine Hügel, so ein bisschen Wald sieht und sonstiges. Also so gut wir das hinbekommen. So, Michelle ist jetzt auch da. Ja. So, Michelle, ich würde sagen, wir legen hier mit dem Esszimmer los. Das Gemälde hier nicht abreißen, bitte. Warum? Weil das gelungen ist, dann ist das ein Geheimgang. Ah.
Küche macht Hicks, meinte er. Guck mal, guck dir mal die Größe an, komm mal rein. Ist gleich viel besser, oder? Breit. Ja, es ist gleich viel schöner, oder? Es ist nicht mehr so gezwungen. Komm, besser wegrennen. Ja, das stimmt. Aber ich fand das so eng, so übelst nervig die ganze Zeit. Man konnte halt nie in F5 gehen und sonstiges. Den Keller müssen wir halt auch noch komplett machen. Leute, jetzt seid ihr gefragt, schreibt gerne mal Thematiken für einzelne Räume rein. Wir hatten geplant, dass wir vielleicht so eine Art Bierkeller bauen. Ich weiß nicht, wieso ich das hier so großzügig hier reingezogen habe. Ja, das machen wir mal zu. Zack. Spawnen kann hier ja eh nichts. Und hier muss da eine Decke rein. Ja, hier muss halt wirklich noch eine Decke rein. Das hier stopfen wir mal. So. Zack. So, als kleine Notiz, dass hier quasi über dem Dirt, hier muss quasi die Decke platziert werden. Aber ich habe noch keinen Plan, was dorthin soll. So. Das muss auch viel geheimgangmäßiger kommen hier. So. Und dann müssen wir uns wieder was ausdenken. Hier mit den Treppen. Warte mal, das verlagern wir alles einen nach vorne. So. Gott, oh Gott. So, das machen wir mal weg hier. So, die ersten Ideen hageln rein. Jo, das ist doch gleich viel geiler für so einen Geheimgang. Das wirkt dann auch einfach mal so ein bisschen geheimgangmäßig. Hier haben wir natürlich ein Problem. Das muss Holz bleiben hier. Oh, das wird schwer. Oder müssen wir vielleicht eins tiefer gehen? Eins tiefer wird hart. Können wir das Ganze vielleicht einfach noch ein Stückchen nach hier verlagern? Das geht halt auch nicht, weil dort was ist. Okay, das wird jetzt blöd. Das heißt, das hier bleibt so und das hier müssen wir gucken, wie wir das machen. Kann man das nicht auch mit Slabs machen? Steinstufe, so. So geht das doch auch. Ah, da stößt man sich ja immer noch den Schädel. Das ist zu großzügig irgendwie. Damit kommt man dann nicht von der Stelle. Oh, das ist jetzt hart. Damit können wir uns ja hier gar nicht wegbewegen. Mann, ich sitze hier ewig an einer so einer Geheimtür. Ich habe die Idee. Warte, das gibt doch auch umgedreht hier. Das ist das dunkle Holz. So, zack. Ja, gleich viel besser. Zack. So. X fängt ja gleich sicherlich mit dem Keller an. Ist das hier relevanter Clay? Ja, der ist relevant. So, damit das so ein bisschen mehr wirkt, als ob das Holz hier auch wirklich eingearbeitet ist. Ah, nee, das geht nicht. Aber hier können wir natürlich eine Steinwand drüber setzen. Oh, das sieht gut aus. So, perfekt. Die Fackel hier muss auch weg. Das hier da so ein bisschen mehr mit bemoosten Steinen und sonstiges ausschmücken, dann finde ich so einen richtigen Geheimgang. Dann hat das so einen richtigen Geheimgang-Flair. Wenn man dann hier noch so ein bisschen so bemooste Steine mit einbaut hier. Oh, geht das in der Etappe oder ich finde das zu steil, ja. Nee, so. Hier noch so ein bisschen bemoosten Stein an die Wand mit dran. So, das Gemälde von der Seite müssen wir nicht decken. Und dann kann man hier rein. So, kann auch extrem schnell von rechts nach links durch das Haus fliehen, wenn es sein muss. Durch diese neuen Gänge. Hier ist natürlich die Decke ein bisschen hoch, aber das ist natürlich, weil man hier runterkommt. So, und dann kommt man hier natürlich so, dass es alles hier noch so trotzdem so zwei hoch bleibt. Nee, war das hier was Relevantes? Ah, hier muss ich die Treppe einarbeiten. Oh Gott, Leute. Lass mich erstmal schnell wieder was Entspannteres anmachen. So. Nee, nee. Christmas Time, nee. Crazy Party, nein, Dark. Diese Playlist, ich muss die mal umarbeiten. So, das hier müssen wir neu machen.
Würde ich wundern, wenn man hier den Raum sieht, dass dann quasi, da wird jetzt so ein richtiger Raum draus entstehen. Dann sieht man die Geheimgänge, die sich hier außen rum schlängeln, auch nicht mehr. Wie weit können wir hier reingehen? Gar nicht, wa? Hier kommt direkt der Raum. Oh, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich Steinstufen. So, ich baue das ja grob vor und die Bilder werden dann wahrscheinlich nochmal so kleine Feinheiten nachkorrigieren. Da werden wir um eine enge Linie gar nicht mehr rumkommen, glaube ich. Toll. Ich muss noch einen weiter nach hier hinten. Da habe ich was abgerissen. Hier. Ne, das ist zu weit an der Kante. Hier. Genau das gleiche Problem nochmal. Das ist zu schlänglich, um da hochzukommen. Wisst ihr, den Geheimgang hier oben, den müssen wir wegmachen. Das geht nicht, da denke ich mir was anderes aus. Das geht so nicht. Da kommt hier ein übelstes Treppensystem zusammen. Das ist dann zu verschlängelt, dass man sagen kann, man nimmt das wirklich mit rein. So, das hier zu. Zack, zack, zack. Okay, gut. Viele meinen, wir sollen ein Kino einbauen, einen Karlraum. Oh Gott, ein Karlraum wäre natürlich auch übelst Albtraum. Aber ich kann ja mal kurz was zeigen. Wir haben auch noch den einen Raum hier am Rand zur Verfügung. Den müssen wir eigentlich mal komplett noch nachziehen. Also quasi, der fängt ab hier an, geht bis hier und den Raum haben wir halt komplett frei. Das war vorher diese Folterkammer oder was das war. Und ich habe mich halt wirklich dafür entschlossen, die nehmen wir raus. Die finde ich überhaupt nicht geil. Michelle? Ja? Was geht bei dir so? Weiß ich nicht. Fang doch einfach ein bisschen an mit Bauen. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Dann schließ dich doch den Bildern an. Die werden dir schon irgendwie was zeigen, wo du bauen kannst. Okay. Siehst du, da schreibt auch schon keinen Bock auf dich. Okay, oder Maiskolben. Oh, der Gang hier ist dann aber auch so endlos und hat keine Zugänge mehr. Da muss ich noch einen legen. Also ich hätte hier schon gerne noch einen. Was kommt denn in die Richtung? Hat man hier natürlich zwei Zugänge. Ah, der war vielleicht vorhin schon begründet, bevor ich den weggemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Livestream oder Off-Cam weggemacht habe, den Gang hier. Oh, da habe ich noch keine Vorstellung, aber hier muss doch unbedingt ein Geheimgang rein, dass es so ein bisschen dynamischer bleibt, dass es hier nicht so dieser endlose Korridor ist bis hier hinter. So, nächstes Problem. Wie kommen wir von hier nach hier? Ich habe das hier extra breiter gebaut, dass man hier halt auch wieder diesen Flair hat. Man kommt hier so rein und hat... Auf alle Fälle brauchen wir erstmal ein Gemälde. Und hat halt hier direkt wieder dieses Flair... diesen Flair, das... Komm schon, gib mir ein schöneres Gemälde. Gotcha, Maria! Ja, perfekt. So, du kommst quasi hier rein und hast direkt wieder dieses Feeling, dass das hier ein ganz dicker Gang ist. Dass das nicht so gedrückt wirkt. Und wir sagen, setzen wir hier zwei Leiter rein. Oh mein Gott, ich habe so eine geile Vorstellung. Wir machen hier einfach eine Leiterreihe rein. Und die müssen wir aber so ein bisschen unterbrechen, dass das so ein bisschen rustikaler wirkt. So, wir machen hier quasi so zwei Leitern rein. Und dann splittet die sich hier so ein bisschen auf. So, das kann man schaffen. Ist aber natürlich nervig. Ah, ist ein bisschen nicht so nervig. Komm, ein bisschen einfacher. Ja, perfekt, so. Dann bauen wir hier dazwischen so ein bisschen bemooste Steine mit ein. Dass das so richtig rustikal alt wirkt, so wie du entdeckst in so einem alten Schloss irgendwie so einen Geheimgang und so soll das aussehen. Ah, das ist natürlich mies hier. Ah, die Wand hier wollten wir eh bedecken. Also die Wand hier muss eh einmal komplett bedeckt werden, damit der Geheimgang flair bleibt. Zack, zack. So, das schmücken wir dann alles im Nachhinein erst mit bemoosten Steinen aus. Das ist erstmal die Grundstruktur. So, damit das dann auch so ein bisschen... sich dann auch so Zwischenstufen hier haben. Damit das so ein bisschen mehr so... vollgestellt wirkt. Da könnten wir hier so ein oder zwei Kisten mit draufbauen. So,
So, damit das hier so ein bisschen gestapelt dahinter auch aussieht. So ein bisschen verstaubt quasi auch noch. Ich stelle mir schon wieder Sachen vor. Hier muss auch noch was davor. Ich würde sagen, da könnten wir eigentlich Bücher... Dann können wir ein paar schöne Bücherregale aufstellen. Das sind zu viele Bücherregale. Hier ein Schreibtisch hin? Nee. So ein bisschen Lesezimmermäßig, aber vielleicht kommt ja auch noch die ein oder andere geile Idee, was hier rein kann. Wenn ihr eine geile habt, schreibt sie unbedingt unten oder schreibt sie in den Live-Chat. Okay. Ich liebe die Lobby. Die Lobby sieht echt nice aus. So, dann ist das hier schon mal fertig. Oh, hier wird schon bewusster Stein durchgezogen. Super. Hier fehlt der Gang. Die Küche fehlt übrigens auch noch komplett. Die haben wir verloren. Komischerweise die ganze Seite. Also ich fand die Wand irgendwie so drückend, weil das nur so ein Weißton war. Deswegen wird das hier auf alle Fälle auch noch komplett getauscht. Gott, diese Villa wird mehr Arbeitsaufwand als die vorherigen Maps. Das ist richtig schlimm. Also die haben wir uns schon ein kleines bisschen auch übernommen, aber die Villa wird dann lange bleiben wieder. Also die letzte war halt irgendwie auch cool. Aber man hat sich irgendwie nicht so gefühlt wie auf der letzten, weil wir die einfach zu stark abgeändert haben. Also wir haben Off-Camp immer wieder so ein bisschen draufgehauen und dadurch hatten wir schnell das Problem, wir hatten einen Baum, es war alles so ein bisschen düster, es war cool, aber man hatte nicht mehr diesen Flair. Und jetzt hat man halt den Vorteil, dass wir wirklich drauf geachtet haben, wir nehmen diese Original-Murder-Map, die wir schon hatten, früher, auf der wir knapp, ich glaube, mindestens 10 oder 20 Folgen Murder produziert haben. Und haben uns komplett danach gerichtet, wie die aussieht. Okay, die Treppe ist jetzt auf einer anderen Seite. Oder die Seite hier vorne hat kein Fenster mehr, sondern so eine Art Statue. Und der Eingangsbereich natürlich auch ein bisschen anders. Aber im Grundkonzept bleibt diese Aula zum Beispiel komplett gleich. So. Hier muss dann noch ein Raum rein. Hier kommt eine Wand rein. Das hier ist fertig. Der Gang hier wird gerade verschönert. Das machst du schön, Michelle. Ich mag. Oh Gott, soll ich mich... Ja, Michelle, leg dich einfach weg. Leg dich einfach weg. Soll ich mich hier mal an einer Redstone-Schaltung probieren? Nee, wie heißt denn das? Kolben, ne? Hier, klebriger Kolben. Oh Leute, das wird jetzt die Kunst. Ich habe eine Idee. Das wird ein bisschen dumm, aber... Komm, wir bauen mal zusammen eine Redstone-Schaltung. Wie tief können wir hier? Ist schon auch ganz schönes Platz. So. Ich brauche Redstone. Ich brauche Kabelei. Ich brauche Stein. So. Ich brauche Kolben. Okay, Kolben, kommt her. Ne, nach unten bitte. So. Es ist ewig her, dass ich Redstone irgendwas gemacht habe. Repeater? Ne, Verstärker heißen die, glaube ich. Genau, hier, Redstone-Verstärker. So. Classic. Hier so ein Kamin oder so? Genau, wir machen so eine Art Kamin. So, jetzt muss ich die beiden Signale nur noch zusammenführen. Und muss die auf Knopfdruck einmal aufgehen lassen, also tauschen lassen. Also Knopf. Machen wir den mal hier hin. So, Stein. Ich bin übelster Redstone-Profi. So. Kennt mich doch. Geht das? Warte mal.
Ah nee, wartet, wartet, das muss man glaube ich so konvertieren irgendwie. Oh Mann. Meine letzte Redstone-Schaltung ist Ewigkeiten her. Ich wette, das kann man tausendmal besser bauen, aber ich will's schaffen, okay? Michelle, lach nicht! Ich lach nicht! Donna, klar, du lachst meine Redstone-Fähigkeiten aus! Ich bin schlechter als du! Ich bin Meister in Sachen Redstone, ja? Ja. So, wenn man da jetzt drauf drückt. Oh mein Gott, ich bin so gut! Kann man das nicht auch noch länger anhalten lassen? Ich glaube, man kann das irgendwie auch länger anhalten lassen, aber da muss man ein bisschen mit Repeater noch arbeiten. Der gibt das Signal. Gott, ich muss mir das mal reindenken. Meine letzte Redstone-Map ist Jahrzehnte her. Man drückt das an, das gibt das Signal. Kann ich das dann delayen? Ne, wenn ich das delaye, kommt es ja erst gar nicht an. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Das hat auch was damit zu tun, dass das wieder zurückgeht. Aber das kann ich jetzt nicht steuern. Ich mache erst mal den unteren Teil schließlich noch an. So, der ist irgendwo hier. Der wird genauso einfach. So, wo haben wir ihn? Der ist doch hier irgendwo. Ah, hier ist er. Überall Dreck. So, die Dinger hier ansteuern. Erstmal hier kommt ein Boden rein. Wir machen das anders. Wir machen die genauso wie oben. Wir schließen die nämlich mit Verstärkern an. So, das Signal holen wir uns jetzt einfach nur hier raus. So, komm raus, Redstone. Komm raus. So. Kein Plan. Gibt's Redstone? Was? Komparator. Kann man damit irgendwie... Hat einer gerade den Chat geschrieben. Ersetzt der diesen Prozess? Nein, oder? Ah, ich dachte, der ersetzt diesen Prozess. Oder muss ich das so ein bisschen hier ansteuern? Meine ersten Redstone-Erfahrungen. Okay, wir machen erstmal kurz den Weg hier unten. Den schließen wir nämlich über... Ich bin so stolz, wenn das hier irgendwann steht, ja. So, wir müssen das da doch weiterbauen. So, gut, dass natürlich der kleine Gang riesig wird, Hicks. Alles gut, mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig. Der wird aus dem kleinen Geheimgang halt einfach mal eine ganze Gefängniszelle. Alles gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, so, wie funktioniert dieses Kackding jetzt? Gibt's dazu eine Bedienungsanleitung? Alle erklären mich schon wieder für dumm, wette ich. Was passiert, wenn ich das anklicke? Dann leuchtet das. Das erste Signal leuchtet aber immer noch. Was passiert, wenn ich das... Leuchtet das halt immer noch nicht. Och, Leute. Das ist doch schon wieder... So, jetzt sind die Dinger ausgefahren. Und wir schließen an den Kreislauf hier. Auch das kurz. Da muss ein Verstärker rein. Funktioniert das jetzt? Reicht das zum Durchrennen? Es reicht theoretisch zum Durchrennen. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, hier hinten. Nee. Hicks, alles zugebaut. Ich muss ja auch wieder rauskommen. Irgendwo im Dach ist, glaube ich, ein Loch. Ah, hier. So. Jetzt brauche ich nur noch von innen den Schalter. Das ist meine hübsche Redstone-Schaltung fertig. Yeah, man hätte es hundertprozentig platzsparender bauen können. So, wo baue ich jetzt von innen den Schalter? Vielleicht hier? Der muss jetzt quasi das gleiche bewirken wie die anderen Schalter hier. Also den glieder ich theoretisch einfach nur hier an. Und dann macht er genau das gleiche, hoffe ich. Jo, funktioniert. Funktioniert halt echt. Gott, ich bin der übelste Profi.
Also es ist hundertprozentig übelst umständlich, weil man jetzt ein bisschen platzsparender bauen können, aber es funktioniert. So, wartet. Jo. Könnte gefährlich werden, aber klappt. Den Schalter hier dürfen wir jetzt nur nicht abbauen. Und das ist ja eh verdeckt durch die Wand hier vorne. Und hier wäre es richtig fresh, wenn wir jetzt irgendwas anderes hinbauen, weil sonst sieht man hier die Kolben. Wir müssen die Kolben irgendwie verdecken. Wie verdecken wir am dümmsten jetzt diese Kolben? Naja, Hicks, das ist dann deine Aufgabe, die Kolben zu verdecken. Du schaffst das schon. Ich glaube, ich habe viel mehr Blockideen, als ich die überhaupt habe. Mein Horizont ist beschränkt auf Dreck, Stein und Holz. Und die bauen hier solche Sachen. Aus zwei Holzsorten haben die Decke oben gebaut. Das sieht genial aus. Okay. Die Schaltung steht. Bauen wir woanders noch eine Schaltung ein. Oh. Hübsch, hübsch. Aber hier ist irgendwo eine Drehtür. Die habt ihr eingebaut. Hicks, ist das euer Ernst? Ihr habt die Drehtür hier. Ah, nee, da ist der Hebel. Ah, es geht noch. Okay, gut. Ich dachte halt, ihr habt das zugebaut. Und wir könnten noch so ein bisschen... Redstone. Ich würde hier gerne noch so einen Mechanismus haben, dass man sich irgendwie auch so verstecken kann. Glaubt ihr, wir kriegen das hin, dass man so einen automatischen Waffenstand hier aufrufen kann, der, wenn man hier drauf drückt, dass hier so ein Waffenstand rausschießt? Das geht doch auch. Mit Pisten und Slimeblöcken geht das, glaube ich. Wenn ich mir Kolben nehme. Slime. Nee, wie heißt denn das? Schleim. Ja, Schleimblock. Gibt es denn hier schon Rüstungsständer? Rüstungsständer gibt es ja auch schon. Okay, warte, lass das teste ich erstmal kurz draußen. Ich glaube, das geht. Wenn ich das... ich muss das nur powern. Oh. Redstone-Stunde mit Logo. Irgendwie konnte man das doch tauschen. Oder brauche ich einfach nur zwei davon? Ich glaube, ich brauche zwei davon. Genau, dann ist das getauscht. Nee, warte, das ging doch auch, wenn ich hier noch was drauf platziere. Dann... Ah, ja, 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 perfekt. Und darauf platziere ich jetzt meinen Kolben. Und hier mache ich meinen Knopf dran. So, da kommt der Knopf dran. Ja, perfekt. Dann machen wir das so, so. Ah, das bounce dann die ganze Zeit weiter. Geht das auch nur mit... Das wird jetzt ein harter Mechanismus, okay? Aber ich finde das mit dem Slime viel lustiger. Hui! Und dann brauchen wir theoretisch... Hier ist quasi der Boden. So, das ist quasi der Boden. Und wir müssen in dem Moment, wenn das da schießt, hier einen Block wegziehen. Gott. Ich sollte mich mehr mit Redstone beschäftigen. Das macht ja schon irgendwie Bock. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ah. Oh, was habe ich getan? Okay, das war nicht gewollt. Hä? Jetzt ist der hier vorne. Komm schon, Logo, komm schon. Okay, da machen wir nur so ein Gimmick. Dass das, wenn das hier zu ist, dürfte das ja theoretisch nicht rausspringen. Das ist quasi der Boden. Ah, das, warte, das muss ich noch drehen. Ahaha. So, ich muss das Signal nämlich noch umändern. Wenn das hier hoch... Das kommt dann einfach...
Es kommt einfach hier hoch, so. Dann geht das nämlich hier hoch, kommt hier rein, geht hier daran, daran. Es klappt. Theoretisch wär's doch... wär's lustig. So, stellt euch das vor, man steht jetzt hier quasi in dem Haus drin, drückt den Knopf hier und auf einmal schießt da so ein Ding raus. Das ist doch geil. So, wir gucken doch mal. Das wäre mega geil. Genau so mache ich das jetzt. Dafür brauche ich Schleim, Redstone-Fackel, Redstone-Knopf habe ich, Verstärker habe ich, Kolben habe ich noch nicht. So, jetzt geht's ab. Mit den paar Ressourcen macht Redstone-Profi-Logo jetzt hier die übelste Kacke. Bei Pimp My Villa. Yeah. So. Michelle laggt schon wieder. Deswegen redet sie wahrscheinlich nicht, oder? Laggst du oder warum redest du nicht? Keine Ahnung, ich habe nichts zu tun. Hä, bau doch. Ja. Hört sich so einfach an. Okay, den Raum hier werden wir ein bisschen eindämmen müssen. Das wird so nicht ganz gehen. Hier möchte ich diese Schaltung haben. So geht das. Wenn ich hier zwei Verstärker packe, dann dürfte er nicht den Kolben ansteuern. Perfekt. So, das hier müssen wir mal off machen. So, hier ist der Boden. Das bedeutet, hier kommt der Kolben hin. Ah, toll. Hier ist natürlich auch direkt der Raum. Da müssten wir die Wand nach hier verschieben. Totaler Umbaumaster, nur für so ein blödes Gimmick. Okay. Hier ist der Kolben. Kolben ausgefahren, so Block da. Das kann ich natürlich auch platzsparend einbauen. Perfekt. Also wenn ich das so einbauen kann, kann ich hier sogar darauf verzichten. Da muss nur hier eine Wand hin. Dann geht das. Jetzt muss ich nur kurz testen, ob das mit dem Verstärker so funktioniert. Ich hoffe aber, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Dann geht der hier ran. Und sobald ich den... Der aktiviert das nicht. Okay, das bedeutet, hier muss noch ein Block dran. Frederik, look at my Meisterwerk. Oh nein, jetzt nicht scheißen, während ich hier arbeite. Okay, es geht nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Signal muss ich jetzt noch einmal konvertieren. Genau. Wo ist jetzt der Knopf hier oben? So. Dann gehen wir hier rein. Schnappen uns mal hier das Signal. Zack. Funktioniert das jetzt schon mal? Mit dem Öffnen mindestens. Nö. Warum nicht? Ach, weil das so rum nicht funktioniert, wie ich mir das denke. Ich hab die Idee... Also, Pionier in Sachen Redstone hier. Ja, das funktioniert. So, jetzt bleibt... warte, ich hab's falsch rum gemacht, oder? Warte, hier muss noch eine Zwischenschaltung rein. Jetzt dürfte es funktionieren. Ah, nee, warte, es war richtig. Ja,
Wenn man jetzt den Knopf drückt, müsste sich das Ding öffnen. Nein, es funktioniert nicht. Das kann ja nicht sein. Hab ich hier aus Versehen den Block abgerissen? Nein. Doch, na klar, das müsste doch funktionieren. Wo ist denn der Fehler? Ist hier was nicht richtig verbunden? Hä, es funktioniert? Aber nur nicht, wenn man den Knopf drückt. Okay, das funktioniert. Frederik, drücke mal den Knopf. Oder ich drücke den schon. Ah, jetzt funktioniert's. Okay, da war irgendwas falsch verkabelt. Okay, jetzt musst du doch die Vorrichtung rein, dass das hochschnappst. In welchem Abstand habe ich denn das gebaut? Liegt der hier direkt an? Genau, der liegt an. Signal zu schwach. Ja, die Leute haben es schon geschrieben, jetzt wo wir es schon gefixt hatten. Den machen wir nochmal weg. So, hier bauen wir schon mal den Rüstungsständer drauf. Ne, einen tiefer. Ausgefahren. Ne, hier hin. Ausgefahren, da kommt da der Schleimblock hin. Schleim. Ne, Donner, einen tiefer. Gott, im Auszählen bin ich ganz schlecht. So, jetzt aber. Nee, Donner, ein tiefer. Hier muss der Kolben hin. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan hab. Ach nee, der schleudert den doch dann hoch. Der schleudert den ja dann hoch. Das heißt, das muss doch ein höher. Es muss doch ein tiefer. Wollt ihr mich verarschen? Oder schleudern? Ah, nee, 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 nee. Es ist richtig. Es ist richtig. Es muss nur angeschlossen werden. Dann funktioniert das. Ich vertue mich jetzt nicht nochmal. Wie habe ich das bei dem anderen gemacht? Ich habe das einfach an so einen Stein hier angeschlossen. Gott. Nur noch diese Schaltung. Da bin ich fertig. So, und jetzt müssen wir mit dem Signal nur noch raus. Okay. Das ist jetzt der letzte Akt. Das bedeutet, wir müssen hier das Signal nehmen. Und er muss deaktiviert bleiben. Erstmal die Musik wechseln. Oh, das klingt natürlich gleich viel entspannter. So, das Signal müssen wir irgendwie rausholen. Perfekt. Den Weg hier in einmal eine Konvertierung. Kein Plan, ob es aussieht. Wir packen hier einfach mal einen Verstärker hin. Das ist jetzt blöd. Das bedeutet, man... Das ist unten nicht passiert. Alter, das Gimmick würde immer nur einmal funktionieren. Gott, ist das kompliziert. Also einmal Rüstungsständer nachfüllen.
Ding zu. Notfallausrüstung! Oh, mein Kopf brennt! Vielleicht, indem wir hier einfach nur so zwei Ticks mehr draufpacken, könnte das ja schon funktionieren. Also, ich bin raus. Mir brennt der Schädel. Jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert es! Bam, Alter! Yes! Perfekt. Wir können es natürlich auch noch einen weiter nach hinten stellen. Eventuell wird es dann noch ein bisschen flüssiger und nicht so abgehackt. Ne, jetzt funktioniert es gar nicht mehr. Wo ist er hin? Ah, der ist gar nicht geschossen. Okay, doch nur zwei. Und mit zwei... Das war halt einfach direkt ein Glückstriff. Griff, Perfekt. So, dann reißen wir das hier weg. Holz. So. Set 0. So, den Rest reißen wir hier ab. Okay, super. Ich glaube, das reicht erstmal an Schaltung. Damit haben wir jetzt die eine Schaltung, die auch funktioniert. Und damit... Was denn Frederik? Nee, was denn Hicks? Was macht ihr? Wartet mal. Habt ihr hier ausgesehen was abgebaut? Nee, warte, hier ist was verloren gegangen im Prozess. Da ist was verloren gegangen. Nein, jetzt ist doch irgendwas... Ah, doch, jetzt funktioniert's. Na, jetzt ist irgendwas getauscht. So, jetzt dürfte es gleich funktionieren. Jawohl. Ich werde aber besser, was Redstone angeht. Südermann. Perfekt. Ist zwar übelst umständlich und alles hier rum verkabelt, aber es funktioniert. Jetzt checken wir mal kurz, dass das Ding... Habt ihr schon das hier vorne gesehen? Alles klar. So, ich rüste das Ding jetzt noch aus mit dir. So, damit das so richtig Troll-mäßig dann hochschießt. Kann man den noch Schwerter in die Hand drücken? Ich weiß es gar nicht. Können die Schwerter halten? Nee, Schwerter können die nicht halten. Wie kriegen wir Hattys Kopf? Das wäre genial. Das können wir ja doch off-cam fixen, wenn wir ihm jetzt noch ein Schwert und einen Kopf aufsetzen wollen. Aber Hattys Kopf wäre natürlich am geilsten. Wie ging denn das? Slash. Gif. Player, Logo, Head. Irgendwie so die Richtung? Nee. Naja. Frederik, hast du den Comment? Ah, perfekt. Da brauchen die aber. Da kriegt die keine Dia-Rüstung, da kriegt die so eine richtig billige Lederrüstung. Die kriegt einfach jetzt eine schwarze Lederrüstung. Die muss ich nur kurz färben. Gibt's keinen schwarzen Farbstoff? Wie färbt man denn Sachen schwarz in Minecraft? Gibt das nicht? Gibt es keinen. Keine Möglichkeit. Farbe.
Ach, mit Tinte. Oh, ich bin behämmert. Ah, danke für die Crafting Table. Oh, da merkt man, wie toll ich bin in Minecraft, ja. So, der kriegt jetzt hier so einen schwarzen Suit. Nee, ich möchte keine Dia-Rüstung. So, der hätte die Jumpscare. Fertig ist er. Stinky kommt noch. Könnte fast eine Horror-Map sein. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich könnte das halt wirklich den ganzen Tag machen. Ja, der Raum wird dann jetzt hier verschlossen bleiben. Weil dahinter die Verkabelung ist. Jetzt habe ich das Schwarze wieder angezogen. So, es dürfte alles jetzt funktionieren. So, es ist auch so schnell, dass man eigentlich nur sehr schwer was ausziehen kann. Okay, ich muss sie freibauen, um mir das anzuziehen. Was fehlt dir denn, Hetty? Ach, Schuhe hast du wieder an, okay. Oh, das gibt der Map schon sowas Kleines. Das gibt der Map einfach Flair. Woo! Aber kann er jetzt nicht rein, oder? Doch, man könnte sich darin verstecken. So, Higgs fängt jetzt die Bäume an. Hier wohnt Harry Potter. Oh. Ja, wir fangen jetzt die Kulisse an. Oh, was habt ihr denn hier Schönes gebaut? Das habe ich mir doch gar nicht reingezogen. Oh, yes. Das sieht nice aus. Das sieht nice aus. So richtig, das hat so richtigen schönen Weinkeller-Flair. So dieses, na, es ist nicht direkt ein Keller, aber es ist so dieser Weinraum. So, der Gang hier sieht natürlich doch sehr leer aus. Da müssen wir irgendwie noch einen Teppich oder sonstiges bauen. Ich glaube, ein Teppich wäre hier echt geil. Können wir vielleicht noch was auf den hier legen? Oh! Was war denn Comment-Blöcke? 134 oder sowas? Hm. Ich muss ja nochmal raus. Ich brauche einen Comet-Block. Ja, oder Comet-Unterstrich-Block. Oh, da tritt Wasser aus. Wieso kommt denn hier Wasser? So. Hier auch? Nee. Okay, ich hole mir kurz einen Comet-Block. Schalter. Nee, Hebel heißt das. Genau, Hebel. Das ist jetzt mies. Wo könnte man den Stimmungshebel hinbauen? Den Stimmungsschalter. Irgendwo hier muss der Stimmungsschalter hin. Bei Harry. Auf die Toilette. Alles ist doch so leer. Da baue ich lieber erstmal zu Harry. Ist hier dahinter was? Ja, dahinter ist das. Das müssen wir natürlich...
Nice, hab ich den Cobblestone abgebaut. Komm schon, gib mir ein schönes, großes Gemälde jetzt. Ja, perfekt. Ist jetzt die Frage, ob das funktioniert. Steuert das, das müsste den ja theoretisch anmachen, oder? Dann gib mal einfach mal slash say hi. Geht das so? Yo. Es funktioniert halt. Das bedeutet, mit dem Hebel würde ich gerne, wenn ich so Harry Potter wäre, würde ich mich damit schon gerne... Ich habe so eine Idee. Dafür muss ich mir aber kurz erstmal den Geheimgang hier unten angucken. Ja, yo, hier gibt es einfach so Zellen. Hier an die Toilette. Leute, ich brauche mal schnell die Koordinaten. Das ist... es geht x, y, z. Und dann kommt erst 84,7. Dann 57 und minus 100, 174. Okay. Wir sollten die ganzen Türen eigentlich noch blocken. Oh, hier ist natürlich meine Redstone-Schaltung. Das ist richtig kacke. Gott, das wird richtig in die Hose gehen. Wenn ich das hier mache, steuert das das natürlich an. Muss ich das anders machen? So, dann kommt das von der Seite. Dann kommt das von der Seite und muss dann hier hoch, wenn das geht. Geht das? Nee, das geht nicht. Ja, dann ist es halt ein bisschen verzweigt. Dann ist das halt jetzt so. So, perfekt. Funktioniert's jetzt? Ah, das Signal ist wahrscheinlich zu schwach jetzt. Gib mir mal einen Verstärker. Ja, jetzt geht's. Jetzt ist das Signal stark genug. Ja, perfekt. So, das heißt, jetzt kann ich die Eisentür blocken, ne? Eisentür, da. Oder aus was besteht der Boden? Ah, nee, aus Stein. Irgendwie kann man den... Oh, ich will schon, dass da ein Hebel ist. Wie konnte man das nochmal disablen? Frederik, man konnte doch irgendwie Eisentüren disablen mit so einer Schaltung. Hier, guck mal, da. Wie ging dir das? Musste man da ein permanent positives Signal draufhauen? Wie ging das? Ich habe jetzt extra die Schaltung unten weggebaut. Okay, Frederik, komm, du schaffst das. Ah, okay, jetzt geht es nicht mehr. Perfekt, das müssen wir bei allen Türen machen. Aber ich mache jetzt erstmal den Cobblestone-Block fertig. Der geht, benutze LP, um den nächsten Spieler als Ziel zu wählen, um einen zufälligen Spieler als Spiel zu wählen, um einen Spieler als Ziel zu wählen, um alle Objekte als Spiel als Ziel zu wählen. Also nehmen wir slash tp at p zu, jetzt steht es nicht mehr im Chat. Oder wo steht das im Chat? Hier.
Wartet, ich mache mir davon... Machen wir davon jetzt einfach Gyatso. Ne, machen wir davon einfach Snipping Tool. Oh, Dagi B, Schminkmusik jetzt läuft wieder im Hintergrund. Geil, geil, geil. Ich weiß nicht, wie das bei der Playlist zu suchen hat. So. Okay, jetzt habe ich die Cordis und jetzt trage ich die Cordis hier ein, glaube ich. Indem ich jetzt 84,7 750 und minus 100, zack. Ne, nicht slash say. Slash tp. At p. Jetzt brauche ich einen Hebel. Okay, so funktioniert das nicht. Wie funktioniert denn das? Oder war das glatte Koordinaten? Es funktioniert. Es funktioniert. Nur diese Zwischenkoordinate hier funktioniert nicht. Oder ich muss sie genauer definieren. Gamebot 3 Zug. Gibt's. Gamebot 3 wieder Richtung Harry Potter Zimmer. Gamebot 1. Okay, das heißt, wir müssen. Kann ich den mal ansteuern? Hallo? Ah, jetzt. Okay, dadurch funktioniert das nicht. Also durch diese Komma-Koordinate wird das nichts. Schild. Der Stimmungsschalter. Da steht er. So, Hixe, was willst du mir zeigen? Oh, hier buggen schon die ersten Items bei mir. Alter Schwede, yo, die Bäume sehen nice aus. Yo. Aber das Problem ist, die werden wir mit dem Rundrumziehen übelste Probleme bekommen. Dann müssen wir vielleicht einen Teil von der Map hier einfach mal wegreißen und dürfen die dann nicht mehr spielen. Da müssen wir uns auf alle Fälle off-cam nochmal mit beschäftigen. Wir müssen auch das Treppenhaus hier mal fertig machen. Stimmungsschalter steht auch. Jo, da wirst du hierher teleportiert. Und kannst dann hier sterben. Zack, die Tür hier funktioniert auch. Ja. Perfekt, alle Türen sind gesperrt. Der Keller muss noch gemacht werden. Aber wir haben guten Fortschritt gemacht jetzt hier in der Stunde. So, wir haben einen Hattie Jumpscare. Wir haben endlich wieder eine Tür, die hier funktioniert, weil die haben wir ja beschädigt. Beidseitig funktioniert sie, perfekt. Und wir haben den Stimmungsschalter, der einen absolut legit und null trollmäßig out of map teleportiert. Das macht ordentlich Stimmung. Wir müssen da machen den... Entschuldigung, den Esssaal. Die Küche sieht auch schon gut aus. Die muss noch eingerichtet werden. Hier muss noch ein Geheimgang rein. Wie auch immer ich das noch machen will. Hier muss wahrscheinlich noch so eine Tür rein. Und es fehlen noch allerhand an Räumen. Aber das Schöne ist, dass die Kulisse sich langsam bildet. Der Raum hier ist auch fertig. Der Raum hier ist eigentlich auch fertig. Dann können wir den ja schon mal zumachen. Zack, der Raum hier ist nämlich fertig. Perfekt. Gut, Leute. Wir haben in einer Stunde, fassen wir mal zusammen, eigentlich... Ich glaube, drei Räume geschafft. Den hier, den und die Toilette muss noch gemacht werden. Der Gang hier muss auch noch gemacht werden. So viele kleine Details, die ich gerne noch möchte, dass die noch mit eingebaut werden. Der Gang hier muss auch noch gemacht werden, dass der irgendwie geheim ist. Warum hier Wasser fließt? So, und hier muss noch eine Wand rein. Sonst hat man hier ganz schöne Nacht... Also, sonst hat man hier nachts... Die perfekte Panoramaperspektive auf den Sternenhimmel. Die Türen hier zu.
Der Raum bleibt. Der Raum hier ist jetzt für immer weg. Oh, Sicherungsmechanismen wären natürlich noch übelst geil. Wie geil wäre das, wenn man sich in diesem Raum hier einsperren könnte. Das hier ist eine Notiz fürs Bauen. Wie wäre es, wenn wir hier so eine Art Blockade reinbauen? Wie mies wäre das? Wie mies? Das mache ich noch. Diese alte Blockade doch. Das wäre mega cool, wenn man sich so zur Sicherung als Panikraum quasi dort einschließen könnte. Das wäre so geil. Die muss ich jetzt ansteuern. Wo? Der den Panikschalter, den können wir dann hier irgendwo anbauen. Den müssen wir dann nur noch später verkabeln. Wenn hier irgendwo so der Arbeitsplatz hinkommt, kommt hier einfach der Panikschalter hin. So, der ist auch da und dann... Wie transportiert man nochmal so ein Redstone-Signal? Ich glaube, über so kann man das straight nach unten transportieren. Genau, zeig mal. Egal, ich mach das über eine... So, hier irgendwo ist der Mechanismus. Da ist er. So, jetzt müssen wir nur den Weg richtig ziehen. Und das hier runterholen. Jetzt aktiviert sich das aber, deswegen müssen wir das noch einmal konvertieren. Genau. Und wenn man jetzt noch die Musik wechselt, weil jetzt kommt irgendwelche komische Musik. So, wenn man jetzt, wie komme ich hier wieder raus? So, wenn man jetzt diesen Hebel hier umlegt, fährt sich die Sicherung eigentlich doch hoch, oder? Ach, ich habe die Blöcke vergessen. Ich voll honk. Aber die müssen eins höher. Eins höher müssen die. So, das machen wir noch. Zack, zack. Da kommen jetzt die Kolben drauf und dann sind wir endlich ran. Ich weiß gar nicht, was ist da? Ist da auch dieses dunkle Holz? Ja, hier ist auch das dunkle Holz. Da kommt hier einfach jetzt eine Tür drauf. Und dann passt das. Ist jetzt noch nicht angeschlossen? Genau, ab hier muss das dann angeschlossen werden. Ist das jetzt richtig oder
fehlt da jetzt noch ein, dass wir das noch einmal umdrehen. Jetzt müssen wir das Ding... Ah, nee, wartet. So, und jetzt legen wir das um. Ich möchte es aber gerne die andere Richtung haben. Also muss ich die Konvertierung hier vorne rausnehmen. Jo, perfekt. Panikschalter. So, dann ist hier quasi dieser Schreibtisch und darauf ist dieser Hebel und damit kann er dann einfach, zack, die Tür sichern. Aber man kann natürlich trotzdem noch in diesen Raum, durch den man hier durch diesen Geheimgang reinkommt. Das gibt dann so ein bisschen Dynamik. Das bedeutet, der Raum ist dann abgesperrt. Man kann nicht mehr ins Arbeitszimmer, aber man muss quasi diesen einen Weg hier noch abdecken oder sitzt trotzdem im Raum fest. So, wir checken es aber, ob es funktioniert. Zack. Jo, blockiert. Cooler wäre es, wenn man das so ein bisschen hochschnäpsend würde. Also so, dass das so hochschnäpst und dass man das so gegen Zäune tauscht. Ich glaube, das wäre cooler. Wenn ihr da so Zäune hochkommen und das tauschen. Aber dafür habe ich nicht die Redstone-Tiefe, um das zu machen. Und ich weiß auch nicht, ob das geht. Da sieht man aber auch die Kolben. Ich teste es mal kurz. Ob das geht. Also wenn die oben sind. Zäune kann man ziehen. Man kann die Zäune ziehen, ja. Ah, das wäre natürlich cooler. Da müssen wir aber doch ein bisschen experimentieren. Das muss viel tiefgründiger dann gemacht werden, wenn ich das jetzt so machen möchte. Da muss ich... Oh, da muss ich mindestens zwei Schichten bauen. Plus, dass sich die obere Schicht wegzieht. Es könnte aber gehen. Wenn ich es von den Seiten hier ansteuere... Das ist es. Das ist es. Ich muss es nur noch timen. Das bedeutet, die müssen eins... Nee, die waren schon richtig. So, der bekommt... Der bekommt da einen Anschluss. Toll, das bedeutet, wir müssen von hier die Redstone-Verkabelung rausnehmen. Das dürfte jetzt den einen schon mal wegziehen. Die sind noch zu früh dran. Die müssen wir mal kurz deaktivieren. Wir machen jetzt erstmal nur den Rand. Hier muss die Konvertierung rein. Und zwar genau hier. Das ist dann so eine Art bisschen gesichert. Also... Nee, Leute, ich will das so machen, dass man das nicht jedes Mal neu aufbauen muss, wenn es quasi mal so weit ist, dass man es benutzt, sondern dass man es dann einfach nur wieder zurückstellt und dann funktioniert das. Einen Verstärker. Noch ein Verstärker. Oh, hier geht das Redstone-Signal drüber. Hier kommt noch ein Verstärker dran.
Oh, hier. Das war völlig falsch. Das ging irgendwo jetzt dran. Das war voll falsch. Okay, jetzt dürfte es funktionieren. So, dann gehen die beiden Blöcke weg. Und jetzt müssen wir das noch timen, dass das später kommt. Und wenn das hier später kommt, sagen wir, machen das mal auf 3, dürfte es vielleicht schon reichen. Ah ne, das muss noch eins tiefer. Oh Gott. Das ist doch komplizierter, als ich gedacht habe. Die Frage ist, ob sich das rückwärts auch so machen lässt. Lass mich das mal gucken, ob sich das dann voll versiegelt. Jetzt hat sich die Dinger haben sich wieder weggezogen. Was zum Teufel macht das hier gerade? Schieben nur die Blöcke von rechts nach links. Läuft schon wieder traurige Musik. Okay, gut. Das werde ich off-cam mir nochmal anschauen müssen. Oder vielleicht mit einem Redstone-Fachmann, der das kann. Nicht so ein Vollonk wie ich, der hier versucht, irgendeine Schaltung zu bauen. Wovon er halt keinen Plan hat. Ist hier irgendwie eine Verspätung drin? Es wirkt zu spät. Na egal, das werde ich mir auf alle Fälle nochmal off-cam angucken. So, fassen wir zusammen, was wir in diesem Livestream hier alles geschafft haben. Oh, was ist das, eine einfache Version? Ja, toll, Frederik. Dann wie eine Magiewand. Okay, da werden wir die Version hier einbauen müssen. Gut, das pflegen wir um zum nächsten Mal. So, Leute. Ich hoffe, der Livestream hat euch gefallen. Wir haben jetzt eine Stunde umgebaut. Ich habe größtenteils Redstone-Quatsch hier mit eingebaut. Es fehlt noch der Bereich hier, der ganze Außenbereich. Also besser gesagt, der ganze Geheimgangbereich ist jetzt fertig. Die oberen Stockwerke müssen noch gemacht werden. Das Dach ist jetzt mittlerweile geflickt. Das ist super. Der Bereich hier ist fertig, genauso wie der Weinraum und die Kulisse wird gerade gebaut, damit man dann noch endlich aus dem Fenster gucken kann. Lasst euch überraschen, es wird, ich sag mal so, in circa einer Woche fertig sein. Dann werden wir noch ein bisschen brauchen, bis die erste Folge Mörder kommt. Aber wenn diese Mörder-Staffel hier wieder startet, dann starten wir richtig fett durch, denn dann haben wir so viel Zeit in diese Map investiert. Ich hoffe, der Livestream hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch, haut rein und logisches Cheerio. Wartet, ich muss den Ausschlag finden. Ciao.